Ja, moin Leute, heute mal versucht mit Facecam ein Unboxing. Das muss ich nachher beenden, weil das ist nur mein Handy. Ich habe keine zweite Kamera. Aber ich dachte mir, wir können das mal probieren, weil heute habe ich nämlich hier das Ding bekommen, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Eine Mavic Pro, was quasi so gesehen eine Phantom 4 in geil ist, weil zusammenfaltbar und klein. Und die werde ich mir dann wahrscheinlich über Weihnachten mal ansehen. Und deswegen wollen wir die heute mal auspacken. Ich muss die hier nur noch oben öffnen. Und dann kann es eigentlich quasi schon losgehen. Die kommt direkt von DJI, wie auch immer man das genau sagt. Gute Frage, jeder sagt es anders. Ich glaube, Felix und Kilian haben in ihrem Video mal nachgefragt, wie das denn genau heißt. Ja, so, machen wir mal hier die Verpackung auf. Und dann sehen wir auch schon, was wir hier haben. Also, was ist die Mavic Pro oder der Mavic Pro? Der Mavic Pro heißt es tatsächlich. Ich habe auf der Website nachgeguckt, der Mavic Pro. Ich würde immer die sagen. Aber die Mavic Pro ist eine Drohne und die ist halt, also es tut mir leid, aber die ist halt scheiße klein. Ne? Das Ding ist, ich wollte mein Handy daneben halten, aber das nimmt ja gerade auf. Mache ich gleich mal. Aber ich meine schon, allein wie diese Drohne in der Hand liegt, die ist ein bisschen schwerer, als ich erwartet hatte und wirkt besser verarbeitet. Aber ich meine, krass, ne? Das kann man halt wirklich einfach irgendwohin mitnehmen. In Standardmanier müsste man jetzt eigentlich erst die ganze andere Box auspacken, bevor man das Ding sich hier überhaupt anguckt. Aber ich kann eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss sie ja wenigstens mal aufklappen, weil das ist halt schon ein übelst geiles System, dass diese kleine Drohne, die... Vielleicht sollte ich zuerst den anderen aufklappen. So hier. Und so. Und... So und so und da ist der Quadrocopter. Ja, hier unten die beiden Blades sind drauf. Es gibt dann natürlich hier drüben noch die anderen beiden. Jetzt müssen wir das mal zur Seite legen, weil wir brauchen die anderen Teile, um weitermachen zu können. Wir haben hier noch die Fernbedienung. Die wird auch schon wie bei der Phantom 4 mit dem eigenen Gerät bestückt. Das kommt dann einfach hier unten rein. Geht voll, fertig. Achso, hier hängt überall noch Zeug drin. Und dann kann man das hier unten aufmachen. Und dann hat man quasi die Fernbedienung einfach und macht hier unten sein Gerät rein, was ziemlich fett ist. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. So, dann haben wir hier Papier. Weg damit. Und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Und dann hier ein tatsächlich zweimal USB-Gerät und natürlich dann den Ladeport für den Akku, der hier in der Mavic ist, der übrigens ungefähr 30 Minuten Flugzeit erlaubt. Dann haben wir hier ganz viel Zeug. Hier haben wir ein Micro-USB-Kabel. Können wir bestimmt noch irgendwo für verwenden. Dann das normale natürlich Netzteilkabel, also was dann zum Netzteil geht. Dann haben wir hier verschiedene andere Kabel, also eine Fernbedienung. Ne, hier, das ist jetzt ein Micro-USB-Kabel. Und an der Fernbedienung ist hier drin derzeit ein Lightning-Kabel, weil man davon ausgeht, dass dort, ich kann ja mal ein bisschen ranzoomen hier, dass man dort in den meisten Fällen ein iPhone reinsteckt. Ich habe kein iPhone, ich werde dieses Kabel hier verwenden, es wird einfach dran gemacht und dann kann man da sein Gerät einfach ja, hineinstecken. Also haben wir dieses Kabel, dann haben wir hier noch eins davon, ich weiß nicht genau, was da drin ist, vielleicht auch ein Ersatz-Lightning-Kabel oder sowas. Ich muss sagen, ich habe mir das extra auch ein bisschen bewahrt, das hier noch nicht anzusehen, aber das hier ist, ach, das ist ein USB-C-Kabel, damit man auch zum Beispiel ein Google Pixel oder sowas mit hineinstecken kann und das ist natürlich cool, wenn man da auch ein USB-C-Kabel hat. Damit man auch solche Geräte verwenden kann. Das ist ziemlich fett. Aber das kann ich auch nachher alles nochmal dann genauer auseinandernehmen. Hier unten ist jetzt sonst sind nur noch Ersatzrotoren drin, weil es kann ja sein, dass auch mal so ein Rotor kaputt geht. Ne? Also ist ja immerhin eine Drohne, mit der man da rumfliegt. Zwei sind jetzt schon dran, zwei fehlen noch. Die können dann einfach dran gemacht werden. Und dann haben wir jetzt hier die Rotoren, die auch über das Schnellspannsystem eingespannt werden und sich dann auch im Flug selbst ausbreiten. Das ist alles, was in der Verpackung ist. Also erstmal weg mit der Verpackung. Und her mit dem Dröhnchen, mein Söhnchen. So viele schlechte Witze in einem Video, unglaublich. Mal gucken, wer sich daran erfreut. Also hier haben wir jetzt so ein Rotor-Set und wenn wir das hier mal ausbreiten, dann sehen wir schon, dass dieses Rotor-Set quasi genau gegensätzlich zu diesem hier ist. Und das heißt, wir können das über das Schnellspannsystem einfach einspannen. Oder auch nicht. Doch, so. Und fest ist es. Rotor fest. Genauso geht es auch mit dem anderen Rotor, der hier drüben dann hin sollte. Genau, der ist genau entgegengepolt. Den kann ich also hier anbringen. Fertig, fest. Und jetzt könnte ich theoretisch die Drohne steigen lassen. Hier ist noch was dran. Was steht da drauf?
Achso, Turn on off the power. Also hier könnte ich die Drohne einschalten. Und dann sieht man jetzt, der Akku ist nicht ganz so voll. Der hat hier nur einen Balken. Ja. So, hier ist der Akku. Ladeanschluss. Den kann man dann einfach hier dranhängen und die Drohne aufladen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Der Akku ist echt... Ja, die Drohne ist schwerer als der Akku. Aber dieser Akku erlaubt 30 Minuten, 27 Minuten Flugzeit. Es wird ein bisschen weniger sein, wenn man auch zum Beispiel in den schnellen Flugmodi fliegt. Aber es ist eine ziemlich lange Akkulaufzeit für so eine kleine Drohne. Ich meine, die Drohne ist ja... Die ist ja unfassbar klein, ja? Also ich meine, wirklich zusammengeklappt, das ist ja unglaublich, wie klein diese Drohne ist. So. Und da ist er wieder aus. Wir haben hier auch eine ganze Menge Sensoren dran, also Sensoren, wie weit es vom Boden weg ist, eine Kamera, die auch nach unten zeigt und da auch aufpasst, dass man irgendwo dagegen fliegt. Dann haben wir eine ganze Menge Sensoren, also diese Drohne ist eigentlich, kann fast nicht irgendwo rein crashen. Und wir haben natürlich auch hier eine 4K-Kamera mit einem Gimbal, wie wir das auch schon bei der Phantom 4 haben. Die Kamera hat einen, ich glaube, ein Drittel Zoll oder zwei Drittel Zoll CMOS-Sensor. Weiß ich gar nicht genau. Fühle ich mich gerade richtig schlecht. Eigentlich sollte ich das wissen in einem Unboxing. Dann hier die Stabilisierung für den Gimbal. Oder das Gimbal. Das Gimbal, der Gimbal, die Mavic Pro, das, der Mavic Pro, das Mavic Pro. Gute Frage. Und dieser Gimbal soll natürlich die Kamera stabilisieren. Also einmal drücken, einmal lang drücken, um die Drohne anzuschalten. So war das, glaube ich. Genau. Da geht sie an. Ja, und da funktioniert, ist der Gimbal auch schon am sich wild hin und her drehen. Ja, sieht man das ein bisschen? Ich sag, das ist schon faszinierend. Also einmal drücken, einmal halten, um die Drohne wieder auszumachen und dann sollte sie eigentlich auch gleich ausgehen. So, dann ist sie wieder aus. Und dann kann man einfach die Blätter hier wieder zusammenfalten und das Ganze natürlich erstmal wieder so rum einklappen. So, da ist noch viel Plastik dran jetzt. Aber das alles, wie es genau ist, sieht man dann ja auch im Review, was ich natürlich machen werde. So, und jetzt haben wir die Drohne komplett eingepackt. Die kann ich einfach bei mir in den Rucksack werfen. Und dann bin ich fertig. Also wie cool ist das, ja? So ein kleines Ding ist einfach Hammer. So, na, dann haben wir hier die Fernbedienung, die natürlich auch essentiell wichtig ist. Hier unten spannt man dann sein Handy ein. Da kann man dann eigentlich auch gleich mal das Kabel wechseln, was hier drin steckt. Das kann man hier einfach dann abmachen, so. Und hier rausmachen. Oder durchziehen oder so. Irgendwie so geht das hier raus. So, fertig. Jetzt kann ich mein Handy nehmen und reinmachen. Kann ich hier anmachen. So. Und jetzt, wenn ich die Drohne anmachen würde, dann würden die sich verbinden. Und ich könnte theoretisch losfliegen. Hier habe ich noch die beiden Antennen. Diese beiden Antennen hier, die sind sehr beeindruckend, denn die erreichen eine Reichweite von sage und schreibe 7 Kilometern. Das ist in Deutschland nicht legal zu fliegen, also man sollte die Drohne in Sichtweite haben, aber 7 Kilometer Reichweite, das ist unfassbar viel und damit kommt man theoretisch überall hin, wenn man das in Deutschland dürfte. Genau, und dann muss man eigentlich nur noch eine Drohnenversicherung haben, die Aufstiegsgenehmigung, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Oder die, ja. Ich glaube, in dem Moment, wenn ihr das Unboxing seht, müsstet ihr die Videos schon gesehen haben, die ich mit der Kanzlei Wildeburger-Solmecke gemacht habe zur Drohnenversicherung und der Rechtslage, wann man Drohnen fliegen darf. Das ist meine Drohne und ich denke, ihr könnt auch dann ein Review erwarten, ne, von der Drohne. Aber auf jeden Fall natürlich, deswegen habe ich sie ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich freue mich super sehr über diese Drohne. Ja, das war es erstmal vielleicht zum Unboxing, mal heute mit Facecam. Sagt mir mal, gefällt euch das oder lieber nicht so? Schreibt einfach mal in die Kommentare, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!